Nein, überhaupt nicht. Nein, du nicht. Ich präsentiere eine Szene aus unserem Stück. Fünf Personen spielt von mir. Es beginnt. Richie sitzt an der Bushaltestelle und zählt sein Geld. Boah, krass. 2,70 Euro. Eben war es noch 3,50 Euro. Währenddessen... Muss ich diesen Portemonnaie hier erstmal reinkriegen? Währenddessen steht Alex asozial in der Gegend. Jackie und Marie sitzen an der Bushaltestelle und unterhalten sich. Dabei zeigt Marie natürlich ihre Figur. Felix kommt vorbei. Hallo. Ich wollte euch was sagen. Jackie? Okay. Aber mach's kurz. Sagt Richie. Kurz, pass auf, viel besser zum Felix. Krasser Witz. Alle lachen. Felix. Warum macht ihr das immer? Was habt ihr gegen mich? Ich meine, was hab ich euch getan? Warum? Nur weil ich nicht ganz so bin wie ihr? Haben wir nicht gelernt, andere zu respektieren, auch wenn sie halt anders sind? Langweilig. Die Beine ist aber auch das Einzige, was bei Felix lang ist. Ich glaube, ich weiß, was mit euch los ist. Nicht ich bin euer Problem. Ihr selbst seid euer Problem. Ich meine, egal wie sehr ihr euch über mich lustig macht, es ist nicht andersweise so lächerlich wie euer kollektives Schmalspurdenken. Ihr seid doch nur Witzfiguren. Alle drei. Alex, du gehörst zu den dümmsten und asozialsten Vollidioten, die ich kenne. Seit weiß ich nicht wie vielen Jahren machst du nun alles, was Richie will und steckst immer die Konsequenzen für ihn ein. Und zwar alleine. Ich dachte früher mal, du merkst irgendwann, dass der Schnösel dich nur ausnutzt, aber bei dir sehe ich da mittlerweile schwarz. He, he. Jackie genauso. Oh, guck mich an, ich habe voll die gute Figur und zeige dir auch fast genauso gerne wie Marie. Und dafür stecke ich mir dreimal täglich den Finger in den Hals. Ich fühle mich total heiß und cool, obwohl ich rumlaufe wie die letzte Dorfmatratze von Marzahn. Verbärmlich. Wie Richie, im Ernst. Du benimmst dich mit 17, als wärst du in der Midlife-Crisis. Dein Reichtum an Geld soll doch nur die Armut an allem übertünchen, was einen Menschen eigentlich ausmacht. Und die Armut an Freunden, denen es wirklich um dich geht und nicht um deinen Status, dein Ansehen oder dein Geld. Und deswegen müsst ihr mich runtermachen, damit ihr euch stark fühlt und ich mich schwach. Charles Bukowski sagte einst, das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und dumme voller Selbstvertrauen sind. Und wisst ihr was?